Für Engel und Dämonen war es schon immer schwierig, miteinander auszukommen. Aber was passiert, wenn sie sich auch noch in denselben Typen verlieben? Holt das Popcorn! Der Engel und der Dämon streiten sich mal wieder. Sie streiten sich immer über irgendetwas. Ich werde mir den coolsten Typen der Schule schnappen. Die coolsten Jungs verlieben sich immer in mich. Sieh mal, da ist der. Er ist mega cool. Wow, du hast recht. Nein, nicht der. Ewald, ich glaube, er ist neu hier. Der gehört mir. Auf keinen Fall. Das werden wir ja sehen. Sieht so aus, als hätte sich der Engel verliebt. Oh, was ist das für ein Gefühl? Sie lässt Ewalds Bild nicht mehr los. Sie wird zusammen mit dem Bild einschlafen. Jetzt wird sie auch bestimmt von Ewald träumen. Oh, das ist so lustig. Ha, sie schläft mit dem Foto ein. Zeig mal her. Oh, unser Engel hat sich verliebt. Das lasse ich nicht zu. Engel, du wirst verlieren. Gib mir das Foto. Nein, du hast keine Chance. Schau doch mal, wie süß der ist. Schau ihn dir an. Ich werde es mir über mein Bett hängen. Ewald wird es in seiner neuen Schule wohl sehr schwer haben. Ein Test? Jetzt? Oh Mann. Und keine Smartphones. Miss Mary ist sehr streng. Ich beobachte dich. Der Engel und der Dämon sind auch da. Sie werden Ewald helfen, wenn er Hilfe braucht. Hey, darf ich dir bei deiner Aufgabe helfen? Ich glaube, ich kann es selbst. Danke. Hey, was ist das für ein Lärm? Seid ihr auch zum Lernen hier? Wir müssen auch den Test schreiben. Oh, echt? Mach dir keine Sorgen, Ewald. Wir werden alles gemeinsam hinbekommen. Schau mal, schreib hier 10 hin. Und hier 25. Alles läuft nach Plan. Und was ist mit dieser Frage? Ups, ich glaube, diesen Teil haben wir gar nicht gelernt. Ich schau mal im Lehrbuch nach. Ah, hier. Beeil dich. Schreib die Antwort auf. Was soll das? Leg das Lehrbuch weg. Hey, Ewald. Wir brauchen da noch lernen. Komm auf die dunkle Seite und lass uns zusammen abhängen. Was ist mit dem Test? Oh, komm schon. Das wird ein Spaß. Ewald, hör nicht auf sie. Wir haben noch eine Menge zu tun. Schau her. Ich will dir alles erklären. Keine Zeit für Spaß. Oh, dieser Engel. Ich habe eine Idee. Jetzt gibt es keinen Test mehr. Mal sehen, was du jetzt sagst. Oh nein, sieh mal. Der Test steht in Flammen. Schnell, lösch es. Oh, das war's. Was ist denn hier los? Du kriegst eine 6. Einmal für den Test und für das Feuer im Klassenzimmer. Das ist nicht fair. Es war nicht meine Schuld. Danke, echt. Was? Wer hat denn angefangen? Los, ihm nach. Der Dämon will Ewald zu einem Date einladen. Oh, eine Augenbinde. Sie muss etwas Romantisches geplant haben. Mal sehen, was der Dämon vorhat. Keine Sorge, du wirst es lieben. Ups, ein bisschen nach rechts. Komm, wir sind da. Du hast einen tollen Abend vor dir. Oh nein, bin ich im Ring? Oh oh, was ist passiert? Warum ist der hingefallen? Wie läuft's? Hat es dir gefallen? Das ist erst der Anfang. Nein, wo bringst du mich hin? Ich will nicht. Lass uns anfangen. Runde 1. Nein, 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 warte. Lass uns einen Deal machen. Ich will nicht. Nein. Ist alles in Ordnung? Ich helfe dir. Hier, trink das. Dann geht's dir besser. Was ist denn hier los? Warum bin ich hier? Runde 2. Oh nein, was soll das hier? Hab keine Angst. Steh auf. Du kannst es schaffen. Oh, er ist echt mutig. Mein Held. Also, was soll ich tun? Sieh mal einen Vogel. Zeit, von hier zu verschwinden. Hey, nicht so schnell. Hilfe, die machen mich fertig. Hey, wir sind noch nicht fertig. Der beste Teil kommt noch. Jetzt geht's los. Das war's. Ewald, ist alles in Ordnung? Du musst noch die dritte Runde bestehen. Wie geht's dir? Oh nein, ein Bluterguss. Hier, trink das. Du hast es fast geschafft. Du bist stark. Oh, alles klar. Warte, ich schaff das. Ups, war das die Wand? Er wird wohl langsam müde. Runde 4.
Oh nein, ich werde weiter kämpfen. Super, du gibst nicht auf. Unglaublich. Er hat es bis zur 12. Runde geschafft. Vielleicht sollten wir Flugzeug spielen. Magst du es, dich zu drehen? Die letzte Runde. Mach ihn fertig. Na schön, Runde 666. Was? So viele Runden? Komm schon, Ewart. Du schaffst das. Oh ja, ich werde es ihm zeigen. Mach schon. Ich warte. Guter Schlag. Ist alles okay? Wach auf. Oh, was hast du getan? Er braucht Hilfe. Warte. Los, komm her. Dem Dämon hat es total viel Spaß gemacht. Aber der Engel weiß, wie man ein romantisches Date arrangiert. Wow, ist das alles für mich? Klar, genieß es. Wahnsinn, das ist genial. Live-Musik. Wow, viel besser als kämpfen. Aber sowas scheint nur der Engel zu mögen. Und Ewart hat plötzlich Lust, ein Nickerchen zu machen. Seine Augen fallen zu. Mag er etwa keine klassische Musik? Okay, ich werde mich ein wenig ausruhen. Oh, schnarchst du etwa? Mir ist halt langweilig. Der Dämon wird sich darum kümmern. Schon besser. Ja, halt die Bühne auf. Oh, was ist denn jetzt passiert? Mit lauter Rockmusik aufzuwachen ist nicht besonders toll. Dämon, was hast du getan? Du hast so einen tollen Abend ruiniert. Das ist nicht fair. Zeit, was zu essen. Mein leckerer Burger. Hey, was soll das? Wo ist mein Mittagessen? Du solltest was Gesundes essen. Das hier braucht dein Körper. Wozu brauche ich dieses Kaninchenessen? Aber es ist gesund. Ich kümmere mich nur um deine Gesundheit. Na schön. Willst du, dass ich dir eine wirklich leckere Mahlzeit besorge? Hört sich gut an. Ich kann das nicht essen. Es dauert nur eine Minute. Oh, schon viel besser. Mein Lieblingsessen. Natürlich lieben fast alle Jungs Fastfood. Du verstehst nichts vom gesunden Essen. Lecker, oder? Oh ja, Burger sind toll. Sieht so aus, als hätte der Dämon einen hinterhältigen Plan. Ist das eine Falle? Ewart kommt. Nur noch eine Sekunde. Ich bin fertig. Zeit zu gehen. Oh nein, helft mir. Was ist hier los? Wo bin ich hier? Willkommen, Ewart. Fühl dich wie zu Hause. Nein, danke. Es ist ganz schön heiß hier drin. Ich will gehen. Setz dich hin. Unser Date hat gerade erst begonnen. Der Dämon hält schon das Besteck bereit. Wohlfühlen sieht anders aus. Hör auf, ich bin noch so jung. Ein Seil? Wie, wo kommt das denn her? Ich verschwinde lieber. Ich hoffe, das Seil hält mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Hey, wir sind noch nicht fertig. Er ist echt süß. Oh, wo bin ich? Hi, keine Sorge. Du bist hier in Sicherheit. Sind wir auf den Wolken? Ja, damit hättest du wohl nie gerechnet, oder? Wow, es ist ganz schön hoch. Also mir reicht's. Ich will nach Hause. Wir können doch noch etwas plaudern. Nein. Ich gehe jetzt. Bye, bye. Ups, Ewart, was hast du getan? Du fällst. Endlich spüre ich den Boden wieder. Oh Mann, was für ein Tag. Der Engel und der Dämon können Ewart nicht in zwei Hälften teilen. Warum mischst du dich ständig ein? Kannst du nicht sehen, dass er mir gehört? Auf keinen Fall. Das hättest du wohl gern. Du wirst sehen, dass nur wir zusammenpassen. Mir reicht's endgültig. Oh, stimmt. Das ist mein Ausweg. Hey, was soll das? Seht zu, dass ihr von hier verschwindet. Ich will euch nie wiedersehen. Was war das denn? Seltsam. Oh, schau dir den mal an. Oh, hey. Hey, Mädels. Lust auf eine Spritztour? Warum nicht? Was ist?
Halt du dich jetzt mal endlich raus. Er gehört mir. Oh, das werden wir ja sehen. Ein Glück bist du gerade noch rechtzeitig aufgetaucht. Du hast mich gerettet. Wirklich? Wenn ich du wäre, würde ich lieber von hier verschwinden. Oh. Wie fandet ihr unseren Engel und Dämon? Wenn ihr für einen Tag ein Engel oder Dämon sein könntet, für wen würdet ihr euch entscheiden? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.